dass es mit ihm auf den Scheiterhaufen geht und dass er in Lebensgefahr ist. Warum ist er nicht sofort, warum hat er sich nicht direkt auf der Wartburg versteckt, wo er sich nachher versteckt hat, als Junker Jürgen hat seine Schriften geschrieben? Warum? Weil dadurch, dass er zum Kaiser, dem Karl dem Fünften gegangen ist, hat er erstmal diese Welle erreicht, diese Publicity. Versteht ihr? Die hätte er sonst nicht erreicht, wenn er einfach jemand gewesen wäre, der sich irgendwo versteckt hätte, ihm gar keiner mehr zugehört. Aber dadurch, dass er jetzt der Unterdrückte war, dadurch, dass er jetzt derjenige war, der diesen Mut hatte, vor dem Kaiser zu stehen, hat sich auf einmal jeder für ihn interessiert und das hat Runde gemacht. Das war damals sozusagen, der hat die Medien genutzt für seine Botschaft. Hat die Medien genutzt für seine Botschaft. Die damaligen Medien war diese Mundpropaganda auf diese Art. Das heißt, der hat etwas Verrücktes gemacht, damit er danach die Möglichkeit hat, seine Botschaft besser zu überbringen. Versteht ihr? So, dann möchte ich noch erwähnen, dass er im 1543 noch ein Buch geschrieben hat. Das will ich auch mal erwähnen, ja, weil es gibt ja so viele Leute, die loben Martin Luther und dann sagen sie, ja, im Koran, der Koran, die Muslime sind antisemitisch, ja. Und von Martin Luther, wir haben hier Martin Luther Universitäten, wir haben hier Martin Luther Straßen. Was für so vielen Städten gibt es Martin-Luther-Straßen? Gibt es hier eine Martin-Luther-Straße? Schulen. Ja, Schulen. Ja. Martin Luther, der hat ein Buch geschrieben von den Juden und ihren Lügen. Und da schreibt er drin, man solle die Synagogen verbrennen und die Juden aus ihren Häusern treiben. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Da sagt aber keiner was von. Weil Martin Luther ist ja ein Aushängeschild von Deutschland, versteht ihr? Weltweit. Martin Luther ist ja ein Aushängeschild, deswegen, ja, darüber reden wir nicht. Verstehst du? So. Zusammenfassung. Zusammenfassung für die Modernisten, die glauben, dass der Islam einen Martin Luther bräuchte. Und warum sagen die Modernisten das? Die Modernisten sagen das, weil die sagen, ein moderner Islam heißt ohne Regeln. Das zeigt, dass diese Leute völlig inkompetent sind und gar keine Ahnung von Martin Luther haben. Denn Martin Luther war nicht jemand, der die Bibel interpretiert hat nach dem Motto, ja, kann jeder interpretieren, wie er will. Sondern er ging davon aus, dass jeder das Verständnis hat von ihm und dass jeder das Verständnis hat und die Bibel versteht und genauso versteht wie er, nach Trinität. Martin Luther war jemand, der die Bibel wortwörtlich genommen hat. Martin Luther war jemand, der die Bibel, die Schöpfungsgeschichte, wortwörtlich genommen hat. Das heißt, wer heute erzählt, wir brauchen einen Martin Luther im Islam, damit wir einen Islam bekommen, ohne Kopftuch, ohne Schweinefleisch, Verbot und so weiter, der ist jemand, der sich selber für doof verkauft. Und glaub mir, sowas höre ich von Leuten, die sich als Intellektuelle ausgeben. Ja, der Islam braucht einen Martin Luther, ja. Und außerdem ist der Islam von vornherein nicht mit dem Christentum zu vergleichen. Aus welchem Grund? Weil erstens die Quellen nicht verfälscht sind. Zweitens, es keinen Klerus in dieser Art gibt. Und drittens gab es im Islam immer Reformer. Reform, dass sie den Islam zurückgebracht haben zu ihrer alten Form. Dass sie es gab Sekten, wie verschiedene Sufi-Sekten, schiitische Sekten. Und es gab immer Reformer, die auf die Quellen zurückgegangen sind. Wie beispielsweise Imam Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, die immer wieder auf die Quellen zurückgegangen sind. Die gab es immer. Von daher, wer erzählt, der Islam bräuchte einen Reformer, um in der Moderne anzukommen, der kennt weder den Islam, und wenn er sagt, das ist Martin Luther, kennt er weder Martin Luther noch den Islam, der kennt nichts. Das ist einfach nur einer, der sich gerne reden hört. Wie gesagt, das ist das von heute und wir hoffen, dass sich einige Muslime mal ein bisschen Mumm in die Backen bekommen und nicht bei jedem Windzug anfangen rumzuschleimen und umzukippen. Das ist meine Botschaft von heute. Ich hoffe, dass ein bisschen was bringt. Möge Allah uns festigen. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.